ABK, ich glaube, es geht mal wieder um KuchenTV. Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Lenk nicht ab! Lohnt sich nicht, wenn du auf Tote gehst, auf psychisch Kranke gehst. Wir wollen wissen, ob du die geschlagen hast oder ob die gelogen hat, Alter. Es ist dieses so, ich versuche andere Menschen so schlecht zu machen, damit ich nicht mehr auffalle, so. Kann mir einer bitte erklären, woran das liegt, dass so ein Typ überhaupt es geschafft hat, so eine Reichweite aufzubauen? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Auf jeden Fall, yes, ABK haben einige noch reingeschrieben. ABK-Video soll man uns das noch geben. Interessiert mich auch und da bin ich eigentlich auch immer auf dem neuesten Stand, deswegen müssen wir uns das auf jeden Fall auch geben. ABK, ich glaube, es geht mal wieder um KuchenTV. Es geht mal wieder um KuchenTV. Schauen wir uns das mal an jetzt hier. Die Frage steht immer noch im Raum. Hast du Gina geschlagen oder hat Gina gelogen? Leute, KuchenTV hat ein 50 Dramatic it in, man. Minütiges Video über mich hochgeladen. Er sagte, dass er für dieses Video um die 20 Seiten Skript geschrieben hat. Das ist mal wieder ein typischer Fall von Thema verfehlt. Kennt ihr die Leute, die noch in Deutsch klausen und dann voll viele Klausurbögen vollschreiben, am Ende eine 5 haben, weil die einfach am Thema vorbeigeredet haben? Genau diesen Fall haben wir auch gerade mit KuchenTV. Er versucht mit allen Mitteln von der Ursprungsfrage abzulenken. Und wenn ich sage alle Mittel, dann meine ich auch alle Mittel. Zuerst macht er ein Video über Miguel Pablo, erzählt über eine gewisse Thematik und versucht mich auch noch in die ganze Sache mit reinzuziehen. Man könnte jetzt natürlich meinen, dass ABK da auch 4 oder 5 Videos gegen macht. Wir können uns aber sicher sein, dadurch, dass ABK mit Miguel cool ist, wird da zum Glück nichts kommen. Ich habe dazu und werde auch erstmal nichts. Ich muss dazu sagen, ich habe die KuchenTV-Sachen zu dem Thema nicht geguckt und generell mich gar nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. So, deswegen weiß ich auch nicht, was der da fabriziert hat. Wir gucken einfach mal ABK, der hat ja jetzt das auch ein bisschen so zusammengefasst, mäßig. Das dazu öffentlich sagen, weil ich es nicht wie KuchenTV nötig habe, einen suizidgefährdeten Menschen zu nehmen, ihn einfach dick und fett in seinen Titel zu schreiben, einfach nur von seinen eigenen Fehlern abzulenken. Übrigens hat die Schwester von Miguel Pablo auch ein Video über den gesundheitlichen Zustand von Miguel gemacht. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab und dann wisst ihr ungefähr, was Sache ist. Aber das ist ja noch nicht alles. Oh shit, man. Elias, danke für den Support. Elias 320, man. 4,99 € dagelassen. Danke für den Support, Bre. Ich küsse dein Herz. Erst kürzlich hat KuchenTV auf Twitch Folgendes gesagt. ABK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit zieht, auch in der Öffentlichkeit geklärt wird. Was denn eigentlich mit deinem Cousin, der in Amsterdam erschossen wurde? War das ein 360 No-Scope? Hat man den Täter eigentlich erwischt? War der in kriminellen Machenschaften verwickelt? Und bist du in kriminellen Machenschaften verwickelt? Ich komm nicht drauf klar, Alter. Digga, das ist ekelhaft, Bro. Allgemein, dass der Junge sich noch so hinsetzt und so eine Ansagen rausfetzt, so weißt du, wie ich meine, so? Bro. Das, was der Typ da verzapft hat, ist einfach unterste Schublade, Bruder, ist Schmutz. Das war, glaube ich, der Erste, der ein Video gegen mich gemacht hat und dann auch immer intensiver reingegangen ist in die Nummer. Und wo ich auch schon von Anfang an gespürt habe, dass da einfach ein ekelhafter Mensch dahinter steckt, so, weißt du? Und es kam halt dann immer mehr raus. So eine Leute exposen sich mit der Zeit einfach selber. Da siehst du so, du musst nicht mal irgendwas tun eigentlich. Die ficken sich am Ende des Tages selber. KuchenTV weiß, dass mein Cousin vor einem Jahr ermordet wurde. Er wurde erschossen und das nur, weil er Zivilcourage geleistet hat. Er hat ein Freund von sich, den er damals schon seit der Grundschule kannte, versucht in einem Gefecht zu verteidigen. Ist dazwischen gegangen, irgendwelche Typen kamen bewaffnet dahin und haben meinen Cousin erschossen. Mein Cousin war unschuldig und ihn dann hier reinzuziehen und dann noch irgendwie versuchen, welche Sachen ihm anzudrehen. In eine Person, die sich nicht einmal dazu äußern kann oder wehren kann oder sonst was. Aber man merkt einfach, KuchenTV, dass du ein richtig schlechter Vater bist und auch später sein wirst. Weil jeder, der ein Kind hat, weiß, dass man es keinem Elternteil wünscht, dass die Polizei an deiner Tür klopft, dir die Klamotten deines Sohnes bringt, um dir zu sagen, dass dein Kind gerade umgebracht wurde. Geschweige denn, dass du noch als Elternteil den Sarg deines eigenen Kindes tragen musst. Und ich hoffe so sehr, dass sich das Karma dafür richten wird. Wo ist die Moral? Weißt du, wie ich meine? Wo ist die Ethik hingegangen? So? Wo ist dieses Menschlichsein, so dieses Grundrespekt voreinander haben und so? Wo ist das hingegangen? So richtig ekelhaft hat KuchenTV, nachdem er diesen Satz im Livestream gesagt hat, den gleichen Satz 1:1 sogar noch in seinem YouTube-Video gesagt. Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Was denn da passiert? Wurde er 360 No-Scope? Deswegen habe ich mich auch dazu nicht geäußert. Ich habe jetzt auf meine Fresse gehalten, weil ich ganz genau wusste, diesem Typen muss man einfach nur Zeit geben, dann fickt er sich selbst. Und siehe da, er hat sich zweimal mit demselben Fehler gefickt. ABK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit zieht, auch in der Öffentlichkeit geklärt wird.
Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Was man in die Öffentlichkeit sieht, nicht in die Öffentlichkeit gezogen werden. Es geht dich überhaupt nichts an, was da passiert ist oder was da nicht passiert ist. Ganz einfach. Ich selber habe es aus meinem Mund nicht in die Öffentlichkeit getragen. Und sogar wenn ich es gemacht hätte, gibt dir das noch lange nicht das Recht, so darüber zu reden. Aber warum lügst du hier wieder deine Zuschauer an und sagst, dass ich es selber öffentlich gemacht hätte? Obwohl das doch so gar nicht stimmt. Deine Freundin. Vor allen Dingen nochmal, ich finde, das eine Thema hat mit dem anderen Thema nichts zu tun. Ich finde, KuchenTV hat selber öffentlich gemacht. KuchenTV hat ein Video gemacht, wo er heult und wo er so getan hat, als ob er zugibt, dass er seine Freundin geschlagen hat. So. Damit hast du dich selber gefickt. Wenn danach Leute Videos gegen dich machen, dann musst du damit rechnen. So. Weißt du, wie ich meine? Das ist dein Thema. So. Das kannst du nicht wegmachen, indem du über Miguel Pablo redest, über ABK redest, über Leon Lovelock redest, über was weiß ich wen redest. Kannst du das nicht relativieren? Das bleibt dir doch immer noch da, Dicker. So. Es ist dieses so, ich versuche andere Menschen so schlecht zu machen, damit ich nicht mehr auffalle, so. Gina hat selber öffentlich auf Instagram gesagt, dass du sie zusammengeschlagen hast. Hat selber noch mitgemacht in irgendwelchen Pranks von dir. Mein Cousin wurde ermordet, weil er jemanden versucht hat, das Leben zu retten. Du und Gina sagt ständig, dass ihr nicht wollt, dass euer Sohn mit in diese ganze YouTube-Scheiße mit reingezogen wird. Du machst dich über einen ermordeten Sohn einer Mutter lustig, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hatte, willst aber nicht, dass dein Sohn, den du selber in die Öffentlichkeit ziehst, mit in YouTube reingezogen wird. Ich selber habe über den Vorfall meines Cousins nicht ein einziges Mal öffentlich gesprochen, habe nicht irgendwelche Beiträge, Bilder dazu oder sonst was gepostet. So wie der das da im Stream gesagt hat, merkt man einfach, dass er an die ganze Sache kalkuliert drangegangen ist. Nein, KuchenTV. Denn jetzt, Leute, werde ich ab sofort komplett skrupellos und keine Gnade mehr kennen, wenn es um KuchenTV und seine Familie geht. Jetzt ist offiziell komplett vorbei. Und das Krasse ist, dass jetzt KuchenTV auch bewusst diese Aussage gebracht hat, weil er ja an seinem Südländer-Image-Denken festhält und denkt, dass er mich durch diese Aussage... Aber eins muss ich sagen, Bruderheads, falls du das siehst, ABK, lass dich nicht auf sein Niveau rein, Bro. Lass dich nicht auf sein Niveau rein, Bruder. Diesen Schmutz, den der verbreitet, den willst du nicht verbreiten. So, Gott ist groß, Bro. Gott hat Karma, Gott regelt das. Immer, immer, immer. Irgendwie aus der Reserve locken kann und dann irgendwie dafür sorgen kann, dass ich irgendwas Unüberlegtes, Emotionales, Dummes mache, damit er am Ende des Tages doch wieder irgendwie besser dasteht. Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Was denn da passiert? Wurde er 360 no-scoped? Aber dass KuchenTV sich mal wieder über einen verstorbenen Muslim lustig macht, der erschossen wurde, wundert mich eigentlich gar nicht. Weil ich meine, damals, als es dieses Attentat in Neuseeland gab, wo unschuldige Muslime während eines Gebets erschossen wurden, hat er sich ja auch auf Twitter damals darüber lustig gemacht. Und als ich ihn dann als einziger YouTuber in ganz Deutschland darauf aufmerksam gemacht habe. Und das ist schon so, weißt du, wie ich meine, so, das sind so Sachen schon damals so, dass er ein Lied macht, so, wo er gegen Islam hetzt, dass er sich lustig macht über einen Terror, über einen Amoklauf, so, dass er irgendwie Witze macht in eine pädophile Richtung, so mit minderjährigen Mädels und so eine Scheiße. Das zeigt doch schon, weißt du, wie ich meine, so, dass so ein Typ überhaupt so krass gefeiert wurde, der hat schon in den vergangenen Jahren schon so oft gezeigt, was ein Mensch der ist, so. Dass das trotzdem funktioniert, sowas macht mich halt auch extrem traurig. Dass es überhaupt geht, Digga, dass überhaupt Leute dahinter stehen. So Leute sagen so, ja, ist ja nicht so schlimm und kann man ja machen und so. Das zeigt doch, in was für einer Gesellschaft wir uns hier in Deutschland befinden, Digga, sag ich euch, wie es ist. Aber wie scheiße das eigentlich ist, hat er auf einmal in einem Video Geld gespendet und ganz scheinheilig gesagt, dass es ihm Motto leid tut. Und siehe da, paar Wochen später macht er sich wieder über einen erschossenen Muslim lustig. Was kommt als nächstes von KuchenTV? Macht er sich vielleicht als nächstes über das Attentat in Hanau lustig, wo Leute in einer Shisha-Bar erschossen wurden? Würde mich auch nicht mehr wundern, weil ich meine, damals hat sich ja KuchenTV sogar dafür gefeiert, dass er einen Amokläufer in seiner Community hatte. David, der Attentäter in München, war einfach in meiner Steam-Fangruppe der Kuchenrepublik Deutschland. Damit lässt sich natürlich schließen, dass David einer meiner Zuschauer war. Dadurch lässt sich natürlich auch das Motiv des Täters erschließen. Da er zu 90% nur Jugendliche erschossen hat, wollte er uns anscheinend von der Facebook-Fates-Jugend befreien, was auf jeden Fall eine Heldentat gewesen wäre. Allerdings ist es natürlich fraglich, ob die getöteten Personen auch in diese Spalte hineinpassen. Er hat ja vorher... Wie kann man so reden, Dicker? Weißt du, wie ich meine? Wie kann man sowas überhaupt aussprechen? Egal, wie du es meinst, Bruder. Anscheinend perfekt. Digga, und dann werden Leute gefickt, weil sie eine andere Meinung haben zu der aktuellen Lage, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, die werden in der Öffentlichkeit auseinandergerissen. Karrieren werden kaputt gemacht, Bro. Leute werden gelöscht einfach so. Aber so eine Leute dürfen einfach weitermachen, Digga. Und dann werden die noch dafür gefeiert. Woran liegt das? Kann mir einer bitte erklären, woran das liegt, dass so ein Typ überhaupt es geschafft hat, so eine Reichweite aufzubauen? Bitte? Post die Leute zu dem McDonald's. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube guckt und im Stream auch jetzt hier. Kommen lassen, klüger wäre es gewesen zu sagen, jeder, der zu McDonald's kommt, kriegt 200 Likes auf sein Profilbild, um auch nur diese Person anzulocken. So ist seine Tat zwar ein netter Versuch gewesen, aber nicht wirklich intelligent, weil er eventuell Zuschauer von mir getötet hat, was meine Klicks zum Sinken bringt. Dennoch gibt es für seinen Versuch, uns von der Facebook-Dummheit zu schützen, eine Schweigeminute.
Okay, reicht. Schwarzer Humor schön und gut, den habe ich auch, ja? Nein, Dicker, das hat nichts mit schwarzer Humor zu tun, Bruder. Das ist menschlich einfach unterste Schublade, Bro. Ist einfach so. Das hat nichts mit Humor zu tun. So könnt ihr mir auch sagen und tun und machen, was ihr wollt, Bruder. Ein Mensch, der... brauche ich auch nichts zu sagen. Meine Community versteht das auch. Aber bei Kurt merkt man auch einfach, dass es sein könnte, dass es sich hierbei gar nicht um einen schwarzen Humor handelt, sondern eher eine gewisse Ernsthaftigkeit überwiegen könnte. Und Leute, an einen Kurt vor, der immer sagt, dass die ABK-Armee so asozial ist, ne? Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass seine Community kein Stück besser ist. Ich habe solche Kommentare gelesen. Leute, die sich gemeinsam mit ihm bei den Tod meines Cousins lustig machen. Und Leute, ich habe noch nicht geschlafen, weil ich gerade das Video am Schneiden bin. Und habe soeben eine E-Mail bekommen. Hey Leute, ich schwör's euch, ABK-Armee. Ich habe mir immer... Was war? Und habe soeben... E-Mail bekommen. Hey Leute, Schwester JBK, ich habe mir immer eine Army gewünscht, genau für solche Momente. Ich hoffe, ihr wisst alle und ihr könnt meinen Zustand entnehmen, was zu tun ist. Offiziell sage ich das jetzt hier auf YouTube. Jeden Hurensohn, den ich sehe, der mit KuchenTV ein Video dreht oder jede Firma, die mit ihm zusammenarbeitet, ich werde die Mutter dieser Person schwängern. Mit allen Mitteln, offiziell. Und du brauchst mir jetzt auch wieder gar nicht damit zu kommen, dass ich ja irgendwelche Dinge auf dem Rücken deiner Freundin mache, wenn du versucht hast, irgendwelche Dinge auf dem Grab meines Cousins zu machen. Aber die Frage, die ich mir trotz all dieser Sachen stelle, ist, hast du Gina geschlagen oder Gina gelogen, Alter? Lenk nicht ab! Lohnt sich nicht, wenn du auf Tote gehst, auf psychisch Kranke gehst. Wir wollen wissen, ob du die geschlagen hast oder ob die gelogen hat, Alter. Und das wird kein Ende haben und du wirst keine Ruhe haben, weil bei euch einer von beiden gelogen hat. Mach nur noch Videos, die 2 Sekunden lang sind, einfach wo du nur ja oder nein sagst. Weil je mehr du redest, je mehr Zeit du bekommst, desto mehr Scheiße kommt aus deinem Mund. Und du bist sogar noch Vater. Du hast sogar noch ein Kind und verhältst dich noch schlechter als ich, Alter. Obwohl du ein Kind hast, eine Frau hast. Du hast ein Kind, du bist selber ein Kind. Ekel, hab noch nie so einen Menschen gesehen. Alter. Oder jeder, der den Feier zum Hurensohn, Alter. Und Leute, es sind jetzt mittlerweile fast 2 Wochen vergangen, wo KuchenTV diese Sache gesagt hat. Ich habe mich bis heute noch nicht dazu geäußert. Und was sehe ich jetzt gerade? Natürlich irgendwie unnötig. Aber gut, Dinge, die zu weit gehen, kennt man von mir ja eigentlich auch nicht, oder? Hey BK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit zieht, auch in der Öffentlichkeit geklärt wird. Was denn eigentlich mit deinem... Nein, das machen wir jetzt gar nicht auf. Er macht sich immer noch darüber lustig oder versucht mich immer noch damit zu provozieren. Und wo sind jetzt eure objektiven Meinungs-YouTuber? Der Typ ist so krass, Digga. Könnt ihr euch mittlerweile vorstellen, was ich für einen Hass auf den Jungen hatte, als der auch gegen mich so ekelhaft geredet hat und so? Ich hatte auch diesen Hass, weißt du, wie ich meine? Es ging natürlich nicht so weit wie jetzt zum Beispiel bei ABK, weil es da auch hin und her geht. Ich habe irgendwann einfach gesagt, ich muss diesen Jungen aus meinem Kopf verbannen, sonst fahre ich dahin und mache was weiß ich noch mit dem Typen so. Deswegen habe ich einfach so, ich schaff's zum Glück irgendwann ab irgendeinem Punkt einfach drauf zu scheißen und mich so krass auf mein eigenes Leben zu konzentrieren, dass mich sowas nicht mehr juckt so. Weil wenn du dich auf sein Niveau ablässt, Digga, wird es dir selber auch nicht gut tun. Also für mich persönlich ist so, beleidigen andere Menschen irgendwie schlecht, so ekelhaft, so negative Energie rauslassen, kommt auch zurück. So denke ich, das ist meine Philosophie so. Jacken am Anakoim, der nach dem Motto, ihr Meinungs-YouTuber ist, der objektiv News-YouTuber ist. Wo seid ihr jetzt bei der Sache? Auf diese... Keiner, wer? Das... Die YouTuber jetzt nicht zu reagieren und mir ankommen mit, wow, mein Beileid. Die Aussage ist doch schon da und wurde sogar mehrmals gebracht. Heuchler, tut euch gar nicht leid, gar kein Mitleid, ihr habt nichts. Aber auch hier, schweigt dein Unge komplett. Wenn er mich doch so wirklich lieben würde, wie er das gesagt hat, hätte er jetzt hier von selber wenigstens gesagt, ey, das war extrem scheiße von Kuchen, nochmal an dieser Stelle einfach einen Zuspruch gegeben. Aber die lassen mich selbst bei so einer Sache in der Öffentlichkeit komplett allein. Keiner steht hinter mir. Außer ein ApoRed und Kollegen von mir, die in der Öffentlichkeit stehen, hat keiner was dazu gesagt. Aber Leute, jetzt mal ein Rat an alle, die... Nee, Bruder, so, auch wenn wir keinen Kontakt haben, so, ich werde darauf reagieren, ich werde meine Meinung dazu abgeben, ich werde das auch hochladen und ich stehe bei der Sache zu 100% hinter dir, so, egal ob ich eine Vorgeschichte mit dem Dude hatte oder nicht, weil da zeigt sich einfach, was das für ein Mensch ist, Bruder, und dreckige Menschen darf man nicht supporten, fertig aus, so. Und dass die YouTube-Szene sowieso 90% nur Heuchler sind, die einfach nur das machen, damit sie gut dastehen, das wissen wir auch schon lange so. Das habe ich schon immer vermisst in dieser YouTube-Szene, deswegen habe ich auch noch nie mit irgendwelchen YouTubern groß zusammengearbeitet. So. Wenn man mal zufällig aufeinander getroffen ist, hat man Sachen gemacht und ich habe damals die Möglichkeiten gehabt, mit den nächstgrößeren YouTubern zu arbeiten. Da gab es Angebote, da gab es Sachen und so, aber ich habe mich schon immer gefühlt und gemerkt, dass die alles für den Fame machen und alles für die Klicks machen und dass nur das relevant ist und Menschlichkeit einfach gar nicht mehr zählt, so. Und deswegen wollte ich mit dieser Dreckszene sowieso nie richtig was zu tun haben, weil es ist einfach Fakt, so. Das ist traurig, aber es ist so. Wie viele echte Menschen gibt es in der deutschen YouTube-Szene? Eine Handvoll.
sehen und die auch vielleicht was Ähnliches erlebt haben, wenn jemand bei euch verstorben ist und irgendeine Person meint, euch damit verletzen zu müssen, euch damit beleidigen zu müssen, euch damit angreifen zu müssen, verlasst einfach den Raum, geht einfach von der Person weg, handelt bitte nicht aus Emotionen, weil am Ende des Tages bringt das die verstorbene Person nicht wieder. Man sagt doch nicht umsonst, wenn jemand stirbt, dass diese Person an einem besseren Ort ist oder Ruhe in Frieden. Diese Sachen sagt man doch, wenn man doch der verstorbenen Person Frieden wünscht. Aber wenn diese verstorbene Person mitbekommt, dass ihr euch auf der Erde streitet, wegen dieser verstorbenen Person oder wegen irgendeiner Aussage gegenüber dieser verstorbenen Person, dann geht's dieser Person nicht gut, weil die Person wird das auch mitbekommen. Sie sieht das auch von da oben. Dann wird diese Person denken, ey, dann wird diese Person traurig werden, weil die sieht, dass ihr euch wegen... Naja, ich krieg sogar jetzt selber sogar fast Tränen an meiner Keim. Ich schwör dir, Digga, er hat recht. Streitet. Und ich sag euch auch eine Sache noch ehrlich, egal wie hart jemand eine verstorbene Person beleidigt oder euch versucht damit anzugreifen, ne? Am Ende des Tages, Leute, gibt es nichts Schlimmeres als der Tag, an dem ihr den Anruf bekommt, dass eine Person, die ihr liebt, verstorben ist. In diesem Moment bricht für euch eine Welt zusammen. Und das habe ich schon mehrmals erlebt. Und auch an alle strammen Soldaten aus der EBK Armee, an alle Leute, die mir gesagt haben, boah, die würden dem richtig gerne einen dafür in die Fresse hauen und sonst was. Macht sowas niemals. Nein, Mann, Gott ist groß, Bro. Gott regelt das. Egal wie ekelhaft diese Worte sind, werdet niemals handgreiflich. Wenn wir schon hier von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen und sonst was reden, macht niemals in eurem Leben den ersten Schritt in Richtung körperliche Gewalt. Auch wenn ihr zum Beispiel eure Freunde betrogen habt oder sonst was, niemals sowas machen. Auch nicht mit dem Gedanken, boah, ich schick da Leute hin oder ich mach was. Macht das niemals. Am Ende des Tages ist das alles nur ein Test von Gott. Und solange wir auf der Erde sind, werden wir tagtäglich geprüft. Deswegen denkt dran, eure Gefühle zu kontrollieren und nicht aus Emotionen zu handeln. Auch wenn es nicht immer klappt. Aber genauso wie manchmal sogar schon ein Versuch strafbar ist, ist allein schon der Versuch, ruhiger an die Sache zu gehen, sicherer. Deswegen macht es im echten Leben, so wie ich das hier auf YouTube mache oder auch privat selber so mache, wenn euch etwas mies verletzt hat, zieht euch einfach für eine Zeit zurück und verarbeitet das mit euch selbst. Wir haben jetzt in dieser Sache gesehen, dass KuchenTV die ganze Zeit versucht, vom Thema abzulenken, total aus Emotionen richtig dumm handelt, obwohl er mich die ganze Zeit als asozial und sonst was bezeichnet. Was bist du bitte, wenn ich asozial bin? Und egal wie viele Videos KuchenTV jetzt noch macht oder wie oft er sich noch weiter fickt, ich bin Lehrer, du bist Schüler, bleib bitte beim Thema. Hat Gina gelogen oder hast du Gina geschlagen? Krass, Digga. Krass, Bro. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wo ich das Video eingeschaltet habe. Sage ich euch, wie es ist, ne? Digga. Ekelhafte Scheiße, die hier abgeht, Bro. Ich schwöre dir, Alter. Einfach ekelhafte Scheiße, die hier abgeht teilweise. Also da muss man, das ist ja gar keine Frage, Digga. 100%ig stehe ich dahinter dem Bruder. So.